Zeit. Ja. Die letzte Zeit wurde so viel erklärt. Ja, wirklich. Das kann man immer bloß wiederholen. Eben. Die vom Juni habe ich jetzt beieinander und jetzt kommen die vom Juli, weil das baut ja richtig auf. Seit dem 3.6. sind die aufbauend. Das bezieht sich auf das Neue. Und wie gesagt, ich wollte ja nichts mehr schreiben. Es ist ja tausendmal alles erzählt. Ja. Und die Schwierigkeit jetzt, das Loslassen lernen, dass du merkst, du kannst mit normalen Menschen nicht reden. Darum wiederhole ich das immer wieder. Das Ja. sind normale Menschen, die sind, leben so in ihrer Arroganz, ihres Glaubens, dass Ja. die einfachsten deutschen Sätze nicht mehr verstehen. Na, so ist sie ja. Das sind Vorurteile, jeder macht da seine eigenen Erfahrungen. Man muss eine feine Antenne bekommen, wenn du jetzt als Brösel unter Brösel mit Menschen redest, dass wirklich die einfachsten Sätze, der Materialismus, dieses materialistische Weltbild, dieser Glaube, diese Logik, wie ich sage, es ist wie ein Zug, der auf Schienen steht Ja. und du fährst nur auf den Gleisen deiner Logik und alles, was dir unlogisch erscheint, filterst du raus und bekämpfst du. Ja, Genau. ja, ja. Egal welchen Glauben du hast. Und das Genau. natürlich das Gemeine ist, dass das, was du denkst, was dir logisch erscheint, ist für dich logisch. Ja. Ein schönes Beispiel mit Programmen und Betriebssystemen. Und da müsste ich eigentlich schon, wenn ich ein neugieriger Geist, wenn wirklich ein Geist da ist, müsste ich stutzig werden. Genau. Dass das, was ich erzähle, geht um was ganz was anderes. Wie ich immer sage, es ist keine geistlose, religiös nachgeplapperte Spinnerei, es ist keine naturwissenschaftliche Spinnerei, es sind ja nur Vorstellungswelten. Ja. Und das Verrückte jetzt, um das auf den Punkt zu bringen, mal schauen, vielleicht stellen wir das Video mit rein, wo es uns hinführt, das sind diese Theorien und Axiome. Wenn du mal, ich bin, du nachschaust, was sind Theorien, was sind Axiome? Es sind Mutmaßungen, die als allgemein gültig angesehen werden und nicht mehr in Frage gestellt werden. Ja. Und damit hast du die Gefängnistür deiner Logik zugehauen. Genau. Darum sage ich, die Freiheit beginnt, wenn du anfängst, dir unlogisch Erscheinendes zu akzeptieren. Und das Ja. geht wieder bei dem Einfachen, das ein Beispiel. Der eine sagt, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Die schauen beide dasselbe Ding an. Ja. Die Grundlage der Fehler beginnt schon bei der aristotelischen Lehre. Diese Gesetze, wenn sich etwas widerspricht, kann bloß eins davon richtig sein. Und dann gibt es zwar das Gesetz des ausgesprochenen Dritten, da gehe ich ja auch an Stellen in Offenbarungen drauf ein, aber das, was das bedeutet, weiß keiner. Der ausgeschlossene Dritte ist der Beobachter, wo ich dich zurzeit hinführe. Ja. Einer, der wertfrei schaut. Dann wird er feststellen, da sitzen zwei, einer rechts und links von einer Tasse. Beide schauen dasselbe Ding an. Der eine sagt, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Und nach aristotelischer Lehre kann bloß einer davon recht haben. Es ist Ja. so ein, es ist wie das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Diese simplen Beispiele. Diese vorabgestimmte logische Meinung, die du hast, das geht nicht, weil du nicht richtig zugehört hast. Genau. Und ich habe ja hunderte solche Beispiele. Und in dem Moment, wo an einem Hauch hinter einer Persona, hinter einer Maske ein Hauch von Geist steckt, müsste der stutzig werden. Und du kannst jetzt mit hochgebildeten Menschen oder Menschen, wo du sagst, das sind meine Eltern oder das sind meine Geschwister oder das ist mein Mann oder das ist meine Frau, je nachdem, welche Rolle du spielst, wirst du feststellen, du kannst das nicht mehr erreichen. Die sehen eigentlich nur das Böse, die postulieren so viele Boshaftigkeiten. Viele nennen sich Christen und merken gar nicht, wie viele Feindbilder die postulieren, die sie dann mit dem Satan rechtfertigen, dem Bösen in der Welt, das sie letztendlich selbst sind. Das einseitige Denken, das ständige Unvollkommen machen einer heiligen, göttlichen Schöpfung, die vollkommen ist, wenn man ganzheitlich sehen kann. Dazu musst du aber mehrere Perspektiven gleichzeitig wahrnehmen können, was ich immer Chat-Denken nenne. Das beginnt beim heliozentrischen Weltbild, und wiederhole ich das. Und wenn du jetzt zu jemandem sagst, das ist ja dann sofort eine Sekte, dann stürzt du schon drauf, das ist eine Sekte. Und da kann ich tausendmal sagen, das Holo-Feeling hat im Gegensatz zu allen Religionen und Parteien auf dieser weltlichen Ebene zuerst einmal nicht das Geringste mit irgendeiner Organisation und einer Gruppe zu tun, die meint, die wüsste was besser wie die anderen. Was ja jeder Glaube für sich in Anspruch nimmt, egal ob du in einer politischen Partei bist oder in irgendeiner religiösen Sekte bist, du hast einseitige Vorstellungen von richtig mit vielen Feindbildern, die dir verkehrt erscheinen. Das gibt es bei Holofeeling nicht. Ja. Jeder hat recht, aber nur ein bisschen. Das ist ein Ja. Klassenbeispiel. Egal, was man behauptet, wie die Tasse ausschaut. Ja.
Die schauen, die reden von derselben Tasse. Die religiösen Menschen reden vom selben Gott. Haben bloß ganz andere Vorstellungen, auch von den Gesetzen, weil sie einfach die Urgesetze in den Heiligen Schriften nur sehr einseitig auslegen. Dann hat es nicht das Geringste mit Geld zu tun. Das ist ja der Gott der Welt. Ob das Parteien oder Religionen sind, da geht es nur um Geld. Wenn du die Fassaden schaust, das ist Sodom und Gomorra. Genau. Das ist schlichtweg und einfach nur Sodom und Gomorra. Ja. Und das ist ja nicht eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Auch die wurde ganz, ganz bewusst von mir erschaffen, die du durchlaufen musst als Geistesfunken, um auf eine höhere Ebene zu kommen. Und diese einfachen deutschen Sätze, wenn ich sage, ich kann nur den Geist wachmachen, der träumt. Niemals irgendeine Figur, die du dir ausdenkst, die in deinem Traum in Erscheinung tritt. Wo kommen die Figuren her, die im Traum in Erscheinung treten? Ja, aus sich selber, wenn man weiß, was ein träumender Geist ist. Aber schon die Vorstellung eines träumenden Geistes ist schon wieder eine Vorstellung. Auch ein träumender Geist wird es nicht verstehen. Ja. Nur der, der sich alles ausdenkt. Und wer denkt sich jetzt die Welt aus, die du dir um dich herum ausdenkst? Was bist du selbst? An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir Information auf. Ja. Es existiert dann eine Information, wo du sagst, das bin ich. Und Informationen, die zu existieren anfangen, sind vergänglich. Weil der nächste Gedanke, die nächste Information, diese bestehende Information schon wieder zerstört. Ist das ein ganz einfaches Deutsch? Was sagt da die ehemalige Schulrektorin im Ruhestand? Einfacher kann man es doch nicht ausdrücken, Nein. Lieber. Klar und deutlich. Und das ist, du wirst feststellen, die Menschen um dich herum sind taub. Und dir wird dann mit einem erschreckenden Bewusstwerdungsprozess bewusst, dass das wirklich nur geistlose Zombies, vergängliche Figuren in einem Traum sind. Ja. Was natürlich immer noch hinderlich ist, wenn du es auf der Vorabrede, wenn du eine sinnlich wahrgenommene Information hast, was du bisher Realität genannt hast, wo dein tiefer Glaube dir vorgeschrieben hat, all diese sinnlich wahrgenommenen Informationen von dir, die existieren unabhängig von dir da außen und du hast damit nichts zu tun. Das ist der Materialismus. Ja. Und den unterwirft sich auch jedes religiöse System. Du hast es in Ich bin du schon, du wirst bei genauer Beobachtung deiner Informationen feststellen, du hast hier eine ausgedachte Welt, die von dir ausgedacht wird, mit vielen Glaubenssystemen. Ja. Und die sind, sagst du mal, gibt es bloß eine Weltreligion und das ist das materialistische Weltbild. Das Ja. steht über allem. Das dir vorschreibt, ich bin ein sterbliches Säugetier, ich wurde in der Vergangenheit geboren. Ich. Aber mit den vier Ichs in Holofeeling löst sich das schon auf. Schon Aber auf. was für ein Ich reden wir? Reden wir von dem Ich in Bezug auf eine Persona, auf einen Körper? Reden wir von einem Ich in Bezug auf ein Mensch, Menschenleben, auf ein Programm? Oder reden wir von dem Geist, der eben dieses Leben durchlebt, in ständig wechselnden Bildern? Das ist hundertprozentig sicher, sofort überprüfbar. Ja. Und es ist keine Kommunikation möglich mit normalen Menschen. Man kann das immer wieder versuchen. Ich sage, du kannst es ganz vorsichtig einstatten. Und wenn nicht ein Hauch von Neugier ist, Geist hinter der Person, hinter der Maske, die du dir ausdenkst, zeigt sich durch Neugier. Dass du ihm was erklärst, das voll im Widerspruch steht zu dem Programm, das ja jeder Mensch ist, jetzt hast du mal eine KI, eine künstliche Intelligenz wie ein Computer, dass da ein Hauch ist, der sagt, hey, so habe ich das ja überhaupt noch nicht gesehen, so habe ich das ja überhaupt noch nie gehört. Wenn dann nur Verteidigung und Abwehr ist und so ein Blödsinn tue ich nur nicht an, was ich schon alles gehört habe. Und dann versucht man doch, wenn dann die Figuren, die Charaktere am Herzen liegen, versucht man zu, ich benutze mal das Wort, zu retten, die wach zu machen. Aber wo kein Geist ist, kann nichts wach gemacht werden. Und jetzt kommt natürlich die große Erkenntnis, in einem Traum gibt es bloß einen Geist, das bin ich. Solange ich es versuche, werde ich ja selber nicht wach. Ich werde auch selber nicht wach. Ich muss es loslassen lernen. So ist es. Der erste Sein. Einfache Erkenntnis, dass Existierendes nicht für die Ewigkeit geschaffen ist. Hat sich immer verändert, ob du jetzt an deinen Körper denkst, der, der sich seinen Körper denkt, schaut ohne jetzt bei dir, jetzt wirst du richtig alter Sack. Sind wir schon immer. Aber es ist der Verwandlungsprozess von der Raupe zum Schmetterling. Und das, was wir jetzt mit unserer Logik nachvollziehen können, immer wieder, wo ich sage, diese 3x3 Wachstumsstufen, die haben keinen Anfang und kein Ende. Und das immer in der normalen menschlichen Logik, wenn ich das Menschenleben nehme, sage ich immer wieder, du kannst nicht von unten nach oben sehen.
Und sie muss von oben nach unten sehen. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich das in Selbstgesprächen wiederhole und wie lange das dauert. Und was ich jetzt ständig höre von den wenigen Geistesfunken, mit denen ich zu tun habe, meine berühmten 100 Affen, es ist wirklich, du bist ein Auserwählter. Nicht der Toni, nicht die Ja. Helene, sondern auch nicht der, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut, sondern der, der das jetzt erlebt, der sich mit dieser Figur vom Computer verwechselt, der es erlebt, ist nicht das Gehirn, das, was sieht, sind nicht ausgedachte Augen. Alles, was du dir ausdenkst, wird so sein und so funktionieren, wie du dir das mit deiner anerzogenen Logik ausdenkst. Und diese anerzogene Logik beziehe ich jetzt nicht auf die Vergangenheit. Da muss man das Schwammbeispiel wirklich verstanden haben. Dieses raumzeitliche Beispiel ist eigentlich, wenn ich jetzt immer wieder sage, du bist ein Computer, das kann man nicht oft genug hören. Du bist ein Computer und du hast zurzeit ein gewisses Betriebssystem und ein gewisses Programm laufen. Und das bestimmt die Bilder, die du zu sehen bekommst. Das kann man vereinfachen in Delekt. Ich schalte mal, warte mal, ich mache mal ganz kurz. Heute Morgen habe ich noch geschrieben. Es ist immer der kleine Auszug. Ich weiß nicht einmal, ob ich das veröffentlichen war. Da bin ich jetzt in diesen Selbstgesprächen immer wieder auszugsweise drauf eingegangen. Jetzt müsstet ihr das Bild haben. Ja. Da fahre ich jetzt die letzten. Das hatte ich im letzten, habe ich da nicht ganz weitergemacht. Das sind ja so viele Beweise. Das ist ja die Kleinigkeiten, wo ich hier zum Beispiel die Naturkonstanten, wenn ich mache. Ja. Oder hier, wenn ich ganz nebenbei das Gimmel, dass das die Einstein-Formel ist. Was ich hier jetzt gar nicht Ja. erwähnen tue, dass diese Einstein-Formel eigentlich nur die Kreisformel ist. Ja. Wieso ist das die Kreisformel? So, wenn du rudimentäres Wissen von Arithmetik hast, ist das ganz normal. Ja. Die Kreisformel. Was hier für mc Quadrat steht, ist Pi mal r Quadrat. Das ist der arithmetische Hintergrund des KreisS. Das ist dieses um dich rumkreisen. Was ich heute Morgen jetzt mit den Geistesfunken, da können wir noch viel, viel mehr reinpacken. Das bin ich jetzt gerade am Schreiben. Das habe ich gestern, glaube ich, oder in den letzten Selbstgesprächen noch mal kurz gemacht mit den Herausspiegeln, Ja, mit den Kopfträumerzentren. Genau. Und dann habe ich, das ist jetzt da neu. Das heißt, diese Gene, meine Geistesfunktionen sind wie verschiedene Blumen. Ja. Blumen heißt ja im Licht. Im Licht. Das ist die Geistesfunktion. Jetzt denken wir an unsere Wunderkerze, an den Sternwerfer. Ja. Jetzt denken wir uns das aus einem einzigen unvergänglichen Licht, das ist der Dornbusch, wo der Jose, der Mose hingeht. Ja. Der dann spricht, hier zieh deine Sandalen aus, die Schuhe aus. Der Boden ist heiliger Boden. Boden. Ja. Heiliger Boden ist Bo, in ihm ist die Ist Ens, ein geöffnetes Urteil, eine geöffnete Existenz. Heilig ist es nutzen. deshalb, schau auf das kleine Bild, weil egal was du aufspannst, wenn Balkon, wenn da, ich könnte sagen, plus 5 und minus 5 ist eigentlich nichts. Ja. Wir spannen was auf, ohne das Heilige zu vernichten, weil wir es im Gleichgewicht haben. Das ist jetzt, wenn ich sage, jetzt ist es hell und ich weiß, dass es jetzt auch dunkel ist, ich schaue bloß in die helle Richtung. Das ist, ob du jetzt sagst, jetzt ist es hell oder ich sage, ich schaue jetzt nach oben, dann ist auch ein unten unterhalb von mir da. Ich bin immer die Mitte. Oder ich schaue nach vorne, dann gibt es zwangsläufig auch einen hinter mir. Und in dem Moment, wo mir das bewusst ist, dass ich zurzeit einseitig bin, dass ich, sobald ich eine Facette sehe, und es sind ja 16 Facetten, die man nachvollziehen kann mittlerweile mit Holofeeling, Ja. jetzt und dann stand, wenn man Holofeeling studiert hat, dass du Genau. von den 16 immer nur eine alleinige anschaust. Und ich weiß, dass die anderen trotzdem da sind. Da sind, ja. Das ist jetzt natürlich auch das Schöne mit unserer Erdkugel, die wir uns ausdenken, die von der Sonne angestrahlt wird. Genau. Und ist hell und dunkel gleichzeitig. Und wenn ich immer wieder die Kugel hier bilde, sinnbildlich ist auch Regen, Sonnenschein, Wüstenhitze, alles gleichzeitig da. Das ist das Chat-Denken. Aber jetzt pass auf, diese wird durch spezielle Gene aufgebaut. Ja. Jetzt ist diese Gehirnexistenzen, die Verstandexistenzen, die du wahrnimmst, das ist Gene. Genau. Ist der Ja. Schöpfer UB, ist Geist, ist die Energie Quadrat, JCHICH, also du hast träumender Geist, und das habe ich ja angesprochen, ist eine polare Schöpfung einer aufgespannten Erscheinung. Das nur blau gewesen, würde ausreichen. Und der Zeichenerwecker. Und das heißt in Zeichen, es erscheint in Form von Zeichen. Und diese Gene sind von Geistesfunk selbst ausgedachte Gehirnwahrnehmungen. Die persönlichen Gehirnwahrnehmungen, die du jetzt erlebst in deinem Traum,
eines persönlichen, eines göttlichen Geistes, der personifiziert ist, wiederum werden von dessen Denken, haben wir so gesagt, geöffnete Existenz ist wie existieren, kennen ist das Fundament, sind wir im letzten Selbstgespräch im Vorhergehen darauf eingegangen, benutzt, genetisch und programmiert. Jetzt wenn ich natürlich noch was, das Ischen, Schlafen heißt. Ja. Dann habe ich die Gehirn- oder Verstandesexistenzen, sind augenblickliche Erscheinungen, das ist Et, heißt Zeit, immer jetzt. Und das ist mein Schlaf. Schlaf, genau. Und die werden aus diesem genetischen Programm generiert. Und jetzt pass auf, im Hebräischen, der Computer und Rechnungsführer, dieses Wort kommt übrigens auch hier in der Mosegeschichte vor. Das ist der Rechnungsführer des Pharao, das ist der Rechnungsführer, der Schriftführer, da kommt dieses Wort Computer vor. Das heißt auch etwas überlegt oder durchdacht sein. Und wenn ich erhehen, wenn der Rechnungsführer der Computer Bilder macht, Wahrnehmungen macht, das ist das hebräische Wort für Gedanke. Das Ganze beginnt mit Mech im Chat, eine gestaltgewordene Kollektion. Diese gestaltgewordene Kollektion ist die intellektuelle Kollektion deines blauen Ichs. Und das ist das hebräische Wort für Gehirn, mit einem Waff dazwischen. Ja. Da steckt das alles. Darum heißt es dann, diese drei Buchstaben dahinter, Chechen B, das ist das hebräische Wort für Denken, Ersinnen, Erfinden und etwas logisch planen. Das heißt, es kommt alles, was der Rechnungsführer macht, diese Gedanken kommen vom Denken, Ersinnen, Erfinden und logisch planen. Es sind berechnete Sachen. Das ist wirklich ein Computerprogramm, die hebräische Tora. Das Mech hier bedeutet Gehirn, Brain, habe ich so oft gesagt. Brain heißt, das Außen ist nicht mehr existent. Das englische Wort für Gehirn. Das Außen existiert nicht außen. Es existiert zwar, aber es existiert in dir, weil es deine Information ist. Ja. Schau, und jetzt, wenn ich sowas sage, wenn einer wirklich zuhört und er hat keine Filter eingeschaltet, das muss dich umhauen, wenn du das bist. Das macht dich sprachlos. Und im selben Moment entsteht Angst, weil es zieht dir wahrlich den Boden unter den Füßen weg, weil du ja immer die Mitte bist. Schau das kleine Bild rechts unten an. Das ist ja immer hier. Wenn du was über dich drüber denkst, und wenn du den Boden unter dir denkst oder den Himmel über dir denkst, du bist immer die Mitte. Du schaust eine Seite an und die andere ist im Hintergrund. Ja. So wie du dir jetzt den Computer vor dich hindenkst, den Monitor, und dann ist was hinter dir. Das existiert natürlich erst, wenn du an das Haar in der, das ist ja in dir drin, ein Gedanke. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, was hinter dir ist, dann baust du die andere Hälfte auf. Ja. Eine Beschreibung, Holofeeling überragt wirklich alles an menschlichem Wissen, an Philosophie, an Religionen. Ohne irgendeins dieser Wissenselemente als unbrauchbar oder falsch zu definieren. Sie sind fehlerhaft. Genau. Aber sie sind alle richtig. Ja. Und die Weltformel von Holofeeling ist nicht nur, dass man versucht, hier den Makro, den Mikrokosmos, was die Naturwissenschaftler machen, ihre Vorstellung, ihre arithmetischen Formeln eins zu bringen, was nicht funktioniert, sondern es macht ganz nebenbei auch noch all die ganzen Sachen an Religion und die Religionsschriften, alles wird damit eingeknüpft und zwar arithmetisch, wenn man weiß, ich erzähle dir jetzt etwas, das, was du jetzt siehst, sind Buchstaben, das sind aber auch alles Zahlen. Ja. Mit dem System, mit der Gematria. Ja. Und jetzt, wenn wir das Shape am Ende hier anschauen, sieh mal, man muss eine Waffe, das aufspannen, dann heißt es, sich ständig wiederholen, bereuen, zurückkehren, zurückkommen. Wann fängst du an zu bereuen, dass du irgendwelchen Schwätzern in deinem Traum auf den Leim gegangen bist? Jetzt. Das ist immer diese Spiegelung, alles, was dir bisher richtig erscheint, ist auch verkehrt und umgekehrt. Darum sage ich, drehe zuerst alles, was für dich richtig ist, um 180 Grad. Ja. Das gilt für Sprichwörter, für Worte, wenn ich sage, was ich jetzt mit dir mache, ist eine Gehirnwäsche. Ja. Wenn du was wäschst, ist das nichts Negatives. Ich mache den DR-Eck raus, das generierte Eck raus, weil ich dich in den Mittelpunkt zurückführe. Ja. In diesen absoluten Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Also ich sage, in dem Moment, wo ein Gedanke in dir auftaucht, in dir, entspringt aus dem nicht denkbaren Mittelpunkt, hast du mal einen innerhalb von dir, dann sagst du, ist dir ganz bewusst, das ist jetzt immer ein Kopf, würdest du sagen. Aber um jetzt ein Bildrad zu machen, musst du eine Vorstellung aufbauen. Und das ist dann außerhalb kann durchaus auch trotzdem eine Information sein, das ist der Wechsel von dem reinen gedachten Wort zu einem gedachten Bild. Ja. Und darum wiederhole ich immer wieder, wenn du mal wirklich dich wertfrei beobachtest, wirst du feststellen,
Du denkst immer, du sprichst in deinem Kopf mit deiner Gedankenstimme. Ja. Aber du wirst die große Masse der Worte, machst du keine bildlichen Vorstellungen. Das sind nur Chats. Wenn du jetzt sagst, ich gehe in die Küche und mache mir Brot, das fällt dir ein, der Gedanke. Der Auslöser ist ein Gefühl von Hunger. Ja. Aber wenn du jetzt den Gedanken, oh, ich muss mal Brot machen, stellst du dir im ersten Moment, du sprichst zwar die Wörter in deinem Kopf, aber du baust keine bildliche Gedankenvorstellung auf. Du Ja. könntest das machen, machst du aber meistens nicht. Habe ich so oft erklärt. Ja. Der Frau April ist es umgekehrt. Innen hast du die Wörter, wo du Bilder draus machen kannst, und auf der Farbbrille sind Bilder, da kannst du prinzipiell Worte draus machen. Du siehst ein Bild und du kannst sagen, das ist ein Haus, das denkst du dir aber meistens nicht, du schaust nur das Bild an. Ja. Das ist genauso, wenn du jetzt sagst, ich fahre jetzt heim, da stellst du dir nicht deine Wohnung oder dein Haus vor. Es ist nur das Wort heim da. Da kannst du Bild draus machen, aber machst du nicht. Das ist immer gespiegelt. Wir haben immer diese zwei Seiten, bis wir die 16 Seiten kriegen. Genau. Das ist auch nicht diskutierbar. Das ist hundertprozentig sicher und jeder 13-Jährige kann das sofort überprüfen, wenn er meine Gedankengänge mitgeht. Ja. Also dieses Shape, rot gelesen, Shin B, das bedeutet auch Kreis, der alte Mensch. Am Ende des Lebens, wenn du ein Kreis geworden bist, begreifst du jetzt bei euch immer mehr, dass ich eigentlich ein Geist bin und das ist der Kopf eines Schöpfergottes. Der sich eine Raumzeit ausdenkt. Wir können das Essen natürlich auch jetzt rot machen und das ist reines Bewusstsein. Das ist halt das Spiel mit den Farben. Es ändert sich nichts, nur die Perspektiven verändern sich, die Auslegungsperspektiven. Ja. Und dieses Chätschen für sich alleine heißt ja Sinngefühl empfinden. Ja. Kascha, dann. Das heißt dann deine Finsternis. Das wird dann mit Finsternis auch übersetzt. Und jetzt ist es, wenn man das DI. Also wenn weit ist ja immer, heißt ich bin oder ich habe, als Suffix gelesen, dann heißt es, ich bin oder ich habe einen Computer. Das ist mein blaues Ich. Du bist Geist, als rotes Ich, und du brauchst ein blaues Ich. Das ist das Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das ist das, was ich Mensch nenne, das ist der Computer. Ja. Darum ist es auch das hebräische Wort für gedanklich. Wenn wir jetzt tauschen, urteilen, besprechen. Und jetzt dort ist Chashak, wo ich gesagt habe, das Finsternis und Unwissenheit. Aber auch dein Sinn, Gefühl und Empfinden. Finden, ja. So, und jetzt kommt hier diese Kleinigkeit. Das habe ich jetzt gesagt, hier ein Blumenbeispiel. BI heißt im Nichts, im Schöpfergott. SB meine Schwelle, L mit 70 gelesen heißt Joch. SBI heißt meine Schwelle ist ein Joch, etwas Hochgehobenes. Hallo? Der muss, bin noch dran. Okay, das heißt jetzt hier, raumzeitliches Wissen und immer das einfach rot-blau lesen. Das Raumzeit, raumzeitliches Wissen, rot geschrieben ist das Bewusstsein, ist die absolute Weisheit. Ja. Du merkst, das hängt, das korrespondiert. Ja. Und ich kann immer nur sagen, das gilt jetzt für alle Sprachen der Welt. Dieses raumzeitliche Wissen, das sind erst einmal in Ecken, polare Ecken. Ja. Und das, was du Schwelle nennst, ist eigentlich hier diese Spiegelung. Shin Waf, habe ich ja schon gesagt, heißt eigentlich nichts. Und da ist Ele. Ja. Jetzt mach mal ein J, hast du mal dahinter, dann hast du es meine Schwelle. Ja. Meine Schwelle, sogar hier. Dann kommt hier schon die Türschwelle. Tür ist die Reihe. Jetzt denk dir unsere ganz einfachen Spiegel und Spiegel hüben und Spiegel drüben. Ja, genau. Und dann hast du ein vor dir und ein hinter dir. Das ist jetzt, wo du dann zeitlich das natürlich in die Longitudinale verstellst. Das heißt auch mein Eingangsraum in die polaren Ecken. Ja. Das ist die Übersetzung von Juden von der Itzhak Luria Akademie. Ja. Für diese Worte. Und jetzt haben wir rot, ist die Bewusstsein ist die Weisheit eines Gotteskindes. Die bewusste Weisheit der geistigen Quintessenz. Und jetzt spiele ich da ein bisschen, was man hier noch die Aufsaugung zum Beispiel hier unterformen. Oder raumzeitlich Wissen der Intellekt. Ja. Das ist ein geistloser Intellekt. Intellekt selber ist wie ein Programm. Der braucht einen Geist, der aus dem Programm Vorstellungen generiert. Ja. Kann wieder nur der Geist machen. Und dann haben wir ja dieses L mit 70 geschrieben. Das ist erst einmal nur das augenblickliche Licht. Ist natürlich das Quelllicht, wenn man es rot macht, aus dem Innersten. Und das ist jetzt erst einmal das Beschwerende. Das obere, das heißt auch hochheben, die Höhe, dann kommt das Joch. Genau. Das hölzerne Joch, genau genommen.
Das ist natürlich das Joch, wenn wir anschauen, das sieht ja immer aus wie ein Gedankenwelt. Das haben wir so oft gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel hier für alle, die es überhaupt nicht wahrnehmen wollen, können wir jetzt ganz einfach, wir geben hier mal das Wort Joch ein. Gehen wir einfach mal auf Bilder bei Google. Dann siehst du schon, Das hölzerne, ja. siehst du, wo die Ochsen eingespannt sind. Das ist ein Joch, die Gebirgsjoch. Das sind die Gedanken, wenn die oben an der Spitze sind. Ja. Das Joch spannen. Da sieht man schön. Genau. Da haben wir. Und wieso hölzern? Weil Hölzer ist ja Materie. Materie heißt lateinisch, heißt aus Holz gemacht. Ja. Das Material. Und das Holz wiederum, das hebräische Wort für Holz, ist Etz. Eine augenblickliche Geburt. Das ist das hebräische Wort für Holz. Genau. Jetzt könnte ich sagen, wieso heißt es auch noch einen Rat geben und raten? Das ist, ich mache das, ich kann dir nur etwas raten, einen Rat geben, wenn ich Gedanken in dir aufbaue. Ja. Schau, das sind hier nur diese Kleinigkeiten. Belumen im Licht, das heißt im Schöpfer Gott, im Nichts. Und da entspringt ein raumzeitlicher wissender Intellekt und der macht das hochgehobene, das Joch. Die Gedankenwelt. Das ist das Spiel. Du merkst, Blaulesen ist eigentlich im Hintergrund eine ganz exakte Bedienungsanleitung. Und jetzt habe ich hier dazu geschrieben, die Gene einer Rose, die ihre Dornen bilden. Also sind ja in der Rose sind ja, jetzt, wenn wir uns der DNA vorstellen, sind da Gene drin, die Dornen ausbilden. Befinden sich nicht in der Kamille. Und die Gene der Kamille, die heilend, angeblich heilend wirken, was wir ja machen, wir Geist, der wir uns das ausdenken, wir bestimmen, was gut und böse ist. Und so wie du glaubst, dass es ist, mit deiner Logik bestimmt, wird das Fundament, das werden die Gedanken werden. Wellen, ja. Und heilend denkst du in dem Moment, wo du weißt, dass wenn ein Berg da ist, ist ein Tal da. Es ist immer im selben Moment auch das Gegenteil da. Zu vorne ist immer hinten da, auch wenn du nicht an hinten denkst. Die Ja. befinden sich nicht in einer Rose. Gut. Das Gleiche gilt im Prinzip. Pri heißt das Erzeugnis von Existenzen. Pri, auch die Frucht. Die Frucht. Und jetzt habe ich hier schon dieses Wellen-Ich, dieses geistige Licht des Gehirns, des Verstandeslicht deines Programms, Ja. erzeugt Augenblicke. Ja. Und die Augenblick einer Verstandesleiche. Das Gleiche. Ich sage immer, du bist immer die 200 Gramm rote Knete. Du bist im Meer als träumender Geist, derselbe Geist. Dein ganzes Leben lang bist du derselbe Geist. Aber wenn du an deinen Körper denkst, bist du immer nur der gleiche Mensch, der gleiche Körper. Die Leiche, eine Leiche, eine lebende Leiche. Eine Lebende, ja. existierend, für einen Moment existierende Vorstellung von dir selbst. Ja. Man kann es wirklich nicht oft genug hören, wo man einen Anfang hat. Ja. Auch, Moment, das haben wir doppelt, da bin ich nämlich gerade am Schreien, gilt im Prinzip auch für die Gene der von dir Geistesfunk ausgedachten Menschenaffen. Deine Gene bestimmen, ob du ein Junge oder ein Mädchen, ein Mann oder Frau bist, ob du dunkelhäutig bist, ob du Schlitzaugen hast, ob du blonde Haare hast, die Augenfarbe, das bestimmen ja alles die Gene. Ja. Ich sage jetzt die für den Körperbau und den Grundcharakter verantwortlich sind. Das ist, was ist der Grundcharakter? Das ist immer, ich mache immer so einen Udo-Spruch, meine Mutter hat immer gesagt, der hat es nicht gestohlen. Ja. Das ist immer so der Unterschied hier zwischen mir und meinem Bruder. Wir sind grundsätzlich unterschiedlich und mein Bruder ist wie mein Vater war. Was für mich so mein leiblicher Vater ein Feindbild war. Es war ein großes Vorbild. Ich habe immer gesagt, ich will nie werden wie der. Ja. Und mein Bruder ist genauso geworden. Und meine Mutter hat dann gesagt, der hat es nicht gestohlen. Ich nehme alles Schuld auf mich. Genau. Okay, die Gene meiner göttlichen Geistesfunk sind deren zum schöpferischen Denken, ischen ist schlafen, denken, benutzten intellektuellen Glaubenssysteme, sind deren zum schöpferischen Denken benutzten intellektuellen Glaubenssysteme. Bei Intellektuellen vorne ist Doppel-L, habe ich gerade gesehen. Ja. Okay, bin ich nur am Schreien. Ja. Das wird aber mit Doppel-L geschrieben, Helene. Intel. Intellekt. Schau. Ach ja, das hat mich jetzt verwirrt, weil Ich habe zweimal. mich jetzt wieder, ich habe wieder auf das Geschwätz von einer ehemaligen Na, alten
Senil werden, wenn sie Volksschulrektorin gehört. Ja, bitte. Merkst du, sofort hast du mich verunsichert. Nein, bitte nicht. Aber wenn wir den Intellekt einmal anschauen, der Intellekt, ja. Vom lateinischen Intellectus ist es Erkenntnisvermögen, die Einsicht und der Verstand. Inwieweit kannst du schon in dich selbst einsehen, wenn du meistens immer bloß nach außen schaust? Ja. Du schaust nach außen, du schaust in die Vergangenheit. Ich führe dich wieder zurück in dich hinein. Es kommt von innen, du bist ein träumender Geist. Jede Internetseite, die du aufmachst, wenn du träumst, kommt aus dir. Ist ein philosophischer Begriff, er bezeichnet die Fähigkeit, etwas geistig zu erfassen. Mhm. Ein Gehirn kann nichts geistig erfassen. Ein Gehirn ist was Ausgedachtes. Genau. Es ist die Instanz. Mensch. Genau. Schau mal, ein innerer raumzeitlicher Tanz. Tanz. Der eigentlich kein Tanz ist. Mhm. Das heißt, der innen und ist eine Verneinung. Das ersetzen wir für die 60, für die Raumzeit, dann hast du einen inneren raumzeitlichen Tanz. Tanz. Übrigens ganz nebenbei das DO alleine, diese erscheinende Schöpfung hebraisiert, ist dein Wachraum. Genau. Zelle. Ja. Ein Gemach, das Gehirn macht, MCH das Gehirn. Ja, ja. Der Geist und die Gestalt gewordene Kollektion, das ist das Gehirn. Wir können das rot machen, dann heißt es vom Bruder. Genau. Ja. Das, was ich dir jetzt erkläre, ist von deinem göttlichen Bruder. Wir sind Gotteskinder. Ja. Du rotes Ich genauso wie ich rotes Ich. Ja. Mhm. Als Udo bin ich genauso mit einem Programm behaftet wie du. Bloß meins ist allumfassend. Das ist Holo-Feeling. Mhm. Ich benutze alle Denksysteme und alle Religionen gleichzeitig. Mhm. Und das ist jetzt der Wachraum und das Wachzimmer. Mhm. Genau. Mhm. Z im Meer, die Geburt in dem, der immer ist. Mhm. Okay? Ja. Schau, und das ist jetzt NZ. Und jetzt schauen wir uns NZ noch an. Das ist die existierende Geburt. Das ist übrigens die Spiegelung. Mhm. Da wird es jetzt ganz interessant. Das ist ein Raubvogel. Ja. Das ist die allgemeine Übersetzung. Aber da haben wir, im Kopf ist die Schöpfung eine aufgespannte Polarität. Das ist unsere Beschwörungskunst. Kunst, ist durch ja. ein bistabil kreisend aufgespannte Welle. Mhm. Da haben wir übrigens die Welle erweckt das Äußere. Das SB, die Welle, R erweckt BR das Äußere. Das Äußere. Mhm. Kann ich es noch klarer ausdrücken? Ja, passt. Es ist eine Wunderwelt, wenn ich einmal die Grundlagen für Holo-Feeling habe. Mhm. Ja. Dann wird alles, wie sage ich immer als Udo, das Wissen deiner Menschen, der gescheitesten Menschen deiner Welt, sind für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Ja, ja. Und das sage ich jetzt absolut ohne irgendeinen Hauch von Arroganz, in Bezug auf den Udo sowieso. Gerne. Und das heißt jetzt, hab ich. Haar ab, ist jetzt erst einmal der Vater. Vater. Ja. Ich könnte aber auch sagen, eine Wahrnehmung, die aufblüht. Blüht, das, heißt, ja. das eine wird zu zwei. Mhm. Und jetzt kriegt das Ich eine Erscheinung. Genau. Mhm. Wir können natürlich auch IJD lesen. Mhm. Da wird es natürlich ganz interessant, weil wir ja wissen, dieses JD auch in dem Wort 8, ist ja ein Schrecken versetzt. Aber die Schrecken sind logisch berechnete Ecken. Mhm. Sind logisch berechnete Ecken. Und das J davor, dieses Erschrecken, das J ist ja imperfekt. Das heißt, er wird in Schrecken versetzt. Dieser Mensch, der mit dem und dem unter Programm ist. Das heißt, das geschlagen, verzweifelt, das wird jetzt hier von den Juden erwähnt, hingemacht, aber eigentlich heißt es, er sinkt hinab, hinabsenken, er kommt herab. Was ist das, wenn ich hinuntersteige? Das ist, wenn ich über den Jordan gehe. Genau. Mhm. Dieses über den Jordan gehen, das ist eigentlich so dieses Entscheidende. Ihr wisst, wie oft ich Folgendes gesagt habe. Das Wort Jordan, der berühmte Fluss nach dem Auszug aus Ägypten, man ist 40 Jahre in der Wüste, das ist zuerst einmal die Grundgestaltwerdung. Der Mose selber darf ja nicht mit hinein. Ja. Habe ich schon gesagt, der reißt sich den Arsch auf und darf nicht in das gelobte Land. Das Geloben, GL, GL ist die Welle. Ja. Ist oben. Ist so. Das ist das, was du dir überlegst. Aber sage ich nicht immer, wenn was überlegt ist, ist es eigentlich unten, ist es in dir drin. Genau. Und das schreibt sich IRD, das heißt eine intellektuell berechnete Öffnung. Das ist jetzt blau gelesen, der Jordan. Ja. Ja. Auswandern, aus Israel auswandern. Das rote Israel, das ich besprochen habe. Okay? Ja. Und das ist die radigste,
IRD örtisch. Du wirst dann örtisch. Du gehst über den Jordan. Darum sagt man auch in dem Sprichwort, wenn einer gestorben ist, wenn er zu einem Toten geworden ist, er ist über den Jordan gegangen. Ja. Man nennt dasselbe auch, er ist verschieden. Wieso? Weil du jetzt tot auf Lateinisch heißt so viele, du denkst dir so viele Menschenkörper aus und du glaubst, du bist einer davon, du bist der, der sich die alle ausdenkt und darum bist du, wenn du dich mit dem Körper verwechselst, verschieden mit den anderen, die du aber auch bist nach Holofeeling. Ja. Holofeeling hast das Gefühl, alles zu sein. Ich weiß, ich bin die 200 Gramm rote Gnede und nicht die Form, die sich ständig verändert. Ich bin immer, ich bin das Meer und nicht diese ständig verändernden Wellen. Die wird es auch ohne mich nicht geben. Es gibt keinen Traum ohne einen träumenden Geist. Genau. Schau, das steckt da alles drin. Genau. Das heißt, geistig zu erfassen, die Instanz, nochmal, intellektuelles Sein ist eine raumzeitliche Schöpfung. Dieses Theor ist der Wachraum. Und das ist jetzt Habicht, da waren wir. Den Habicht muss ich nochmal hier holen. Genau. Jetzt habe ich eine Erscheinung, habe ich eine Spiegelung. Das Ich ist dieses, er wird in Schrecken versetzt, wenn er aufblüht. Jawohl. Weil das, was wir Wellen nennen, sind nur die zwei Seiten voneinander, Kante, These, Antithese, wo ich nur eine anschaue. Aber zu einer These gehört eine Antithese und beide zusammen bilden die Synthese. Und das ist das Eck. Genau. Mhm. Das bedeutet Eck. Eck. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Das ist, und das, was du geistig erfasst, das wird hier immer, der Verstand kann nichts erfassen. Das ist das Filter. Es ist das Projektionsfilter, das auf der einen Seite, wenn ich mein Display immer nehme, ist auf der einen Seite auf die Leinwand, ich lasse jetzt einmal, gröber ist es dann die Verabrede, wir bleiben das klassische Kinobeispiel. Kino kommt ja von Kinetik, das heißt in Bewegung gesetzt. Mhm. Es sind statische Bilder, die durch einen lichtgeschwinden Wechsel letztendlich die Illusion aufgrund von Unterschieden von Bewegung erzeugen, was sich aber selber nichts auch nur einen Millimeter von der Stelle bewegt. Ja, ja. Nimm das klassische Monitorbild vor dir. Mhm. Das ist, es sind Lämpchen, die Lämpchen selber bewegen sich keinen Millimeter von der Stelle. Ja. Mhm. Sie verändern nur ihre Helligkeit. Echt? Übrigens auch digital in Stufen, digital gesteuert vom Computer. Mhm. Selbst die Helligkeitsstufen sind digitalisiert, weil das, diese Helligkeit der Lämpchen, wir reden jetzt von ausgedachtem Licht, ist gequantelt. Es tritt nur in ganzzahligen auf. Mhm. Die Physik ist auch unheimlich nötig. Mhm. Und das ist jetzt das, der Lenk, der für das Erkennen und Denken zuständig ist. Ja. Intellekt wird oft für den Verstand, das habe ich verstanden, da steckt übrigens hinten das Wort AND mit drin. Genau. Ich werde zu einer existierenden Öffnung, das ist das, was du verstanden hast. Und das ist jetzt genau genommen, da ja ND, diese existierende Öffnung. Ja. Mhm. Das habe ich so oft gesagt. Das heißt, das ist da mal ein Damm. Das heißt, die geöffnete Schöpfung besteht aus 2 mm, Memim, Wasser. Ich mag es jetzt einmal so. Mhm. Jetzt ganz speziell von aufgetürmtem Wasser. Da haben wir in einer Reihe die Tür, den Turm. MT heißt Sterben. Ja, Mod. Gestalt geworden Erscheinungen ist Sterben. SD, Erben. Ja. Das sind raumzeitliche Erscheinungen oder Spiegelungen, sind erweckte polare Existenzen. Das ist das MM im Wort Damm. Ja. Das ist gleich ein Wellenphänomen, darum nennen wir das auch einen Haufen, weil ein Wellenball auftaucht und im selben Moment entsteht ein Doll. Und das ändert sich ständig, wenn ich so mache, darum heißt es schwanken, sich bewegen, sich hin und her bewegen, aber der Witz ist, jetzt pass, schau mal um das kleine Bild an. Ja. Wenn ich mir jetzt, wie ich immer sage, die Longitudinale ausdenke und das Wasser fließt von der Quelle zum Meer, ja. Das ist longitudinal eine raumzeitliche Bewegung. Mhm. In dem Moment, wo ich da einen Damm reinbaue, genau. Staut sich das und dann taucht es auf und dann lasse ich es wieder. Und was jetzt ins Meer fließt, was von der Quelle kommt, kommt eigentlich vom Meer. Das ist jetzt genau dieses Prinzip. Es taucht was auf und es fällt wieder zusammen. Genau. Weil wir das um 90 Grad drehen. Das steckt alles in diesen Worten. Die komplette Physik steckt in diesen Worten drin. Ja. Und darum ist es wichtig, dass man es wiederholt. Ich weiß, ihr habt es 1000 Mal gehört, aber du kriegst dann einen Punkt, wo ich dir sage, du hörst dir lieber 10 Mal nochmal dasselbe Selbstgespräch an, bevor du irgendeinen anderen geistlosen Scheiß reinziehst. Genau.
Und ich sage, jedes Buch, das du jetzt liest, wenn sich alle draufstürzen, mir fällt jetzt spontan mein Matten ein, der ja noch extrem reinliest in die Philosophie, obwohl er Holofeeling noch nicht verstanden hat. Jedes Buch, das du liest, ist eigentlich Zeitverschwendung. Ja. Es ist auch wichtig, aber ohne Holofeeling, die Vorstellungen, die die Worte in einem Buch in dir erzeugen, das du liest, wenn du Holofeeling nicht beherrschst, finde ich ständig in die Irre. Ja. Das heißt, eignet jetzt hast du mal die Vatersprache an und dann wirst du wirklich lesen, zwischen den Zeilen lesen, was in den Büchern alles drinsteht. Jetzt kann ich nur wieder auf meine Magnitudensuppe hinweisen. Solange du die Vatersprache nicht beherrschst, machst du sehr einseitige Vorstellungen, die mit dem, was da drin steckt, überhaupt nichts zu tun haben. Das ist mein simples Beispiel mit Sprichwörtern. Genau. Wenn ich zu jemandem sage, der Krug geht so lange zu so einem Brunnen, bis er bricht, und der stellt sich das jetzt bildlich vor, sagt er, was ist das für eine Scheiße? Der Krug kann doch nicht laufen. Ja. Weil es eine Metaebene gibt, das erkläre Ja. ich immer Wachen. Diese drei Ebenen. Ja. Darum kann man das nur immer wieder versuchen. Und das ist dieses sich ständig hin und her bewegen. Das führt dich dann übrigens hier zum Keim, zum Kinn in der Keimgeschichte. Ja. Das ist, der wird ja, nachdem er den Hebel praktisch des Nichts, den Dunst Herrscht. erschlägt, wird er unstet und flüchtig. Flüchtig. Und da stehen diese zwei Wörter, da steht ND. Und schwach, ne? Nein. Ne? Und N70. Das In ist unstet und flüchtig. flüchtig. Interessant ist, dieses existierende Augenbild heißt auch ein Bewegtbild. Bewegtbilder hast du jetzt auf dem Monitor. Ja. Und Bielet heißt im Kind, die sind in dir drin, im Gotteskind. Genau. Es ist wirklich, man muss, ich kann immer nur darauf hinweisen, du musst das alles nicht wissen. Wir machen jetzt weiter. Den wollte ich nicht, da habe ich bloß geschaut, ob das Internet wieder da ist. Da gehen wir nur ganz kurz. Jetzt machen wir dann nochmal das Gleiche. Jetzt mache ich hier, dieser Ich-Augenblick ist einer geistigen Leiche, gilt im Prinzip auch für die Gene der von dir Geistesfunk ausgedachten Menschenaffen, die für Körperbau und Grundcharakter verantwortlich sind. Da waren wir. Ja. Die Gene meiner göttlichen Geistesfunk sind derer zum schöpferischen Denken benutzten intellektuellen Glaubenssysteme. Das sind nämlich, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, wenn ich das hinschreibe, existierende Gestaltwerdung. Müssen wir jetzt ganz kurz reinschauen. Was ist NM? Wisst ihr es? NM, NIM und NWAFM. Das ist eine ganz einfache Rhetorik. Das heißt, das ist einmal existierende Gestaltwerdung. Das Genau. heißt, leicht schlafen und etwas schlummern und etwas vor sich hinträumen. Jawohl. Das auseinandergeschmissene Ich bekommt Erscheinungen und das passiert im Schlaf. Das ist eine existierende Gestaltwerdung von Wassergedankenwellen. Genau. Ja. Und das Licht, Urosysteme, bitte. Ich trau mich schon gar nicht sagen. Systeme. was ist mit den Systemen? S. Ah, ja, du sollst das sagen. Ich sage, wie gesagt, das ist rein. Ich schreibe zurzeit rein. Wenn wir Ja, weiter ja. runtergehen, wird es noch viel krasser, weil dadurch ganz, ganz wild bloß Gedanken festhalten und dann schreibe ich das aber ins Reine und mache das schön. Genau. Also schaut, ich habe jetzt hier drei unten 43 Seiten sind vorgeschrieben. Ja. Als Udo mache ich merklich, dass ich keinen Bock mehr habe, weil ich ja tausend, in tausend ist ja alles in neuen Bahnungen schon Ja, drin. freilich. Wenn du dir das nicht so eigen machst, du Geistesfunk, bist du selber schuld. Es Ja, ist ein göttliches Geschenk. Aber keiner das will wohl. nicht, dass du dich damit beschäftigst, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, immer die Sätze, du darfst dasselbe entscheiden, wem du vertraust. Ja. Wenn meine Einfachheit nicht überzeugt, ich will nichts von dir. Ich will nicht einmal, dass du den Menschen, der du bist, veränderst. Du musst nicht ins Eintreten, dann ins Austreten. Es kostet keinen Pfennig Geld. Das Einzige, was es dich kostet, ist Zeit. Aber da musst du zuerst einmal begreifen, dass du deine kostbare Zeit mit Wichtigeren verplemperst. Angeblich Wichtigeren, weil deine Logik dir das aufschreibt. Und ich sage, du hast unendlich viel Zeit. Du wirst nämlich so viel leben wie ein Hamster im Rauflauf, täglich grüßt das Murmeltier, dir, wirst du durchleben, bis du das checkst. Du befindest dich zurzeit in einer Traumwelt. Du gehörst, wenn man jetzt täglich grüßt das Murmeltier, den Film wieder als Metapher nehmen, den ich dir auch eingespielt habe. Ja, Du gehörst zu all den Leuten, die nicht wissen, dass sich der Dorf wiederholt. genau. Denk an die Szene am Anfang, wo der Film dann beim ersten doch, er kriegt es ja nicht mit. Es dauert ja etliche Wiederholungen, bis du checkst, hey, das war doch schon. Ja. Wie oft sage ich, wenn sich was wiederholt? Das Erste, wenn du neugierig wirst, du wirst feststellen, dass sich ständig Sachen wiederholen.
Der tritt ja doch in die Pfütze, wo über die Straße geht. Und es war dann immer weniger, bis er drüber streicht, weil er checkt hat, da darf ich nicht reintreten. Warum hat sich das wiederholt? Die anderen kriegen das aber nicht mit. Der Elfel, wo dann sein Versicherungsvertreterkumpel auftaucht. Er sagt immer dieselben, wo er dann gleich in Keimer stickt, wenn der wieder zum Reden anfängt, weil er das Gesabbere nicht hören will. Weil er es draußen mal gehört hat. Das ist alles, was in dir auftaucht, jeder Moment in deinem persönlichen Leben, ist extrem wichtig. Alles. Also da jetzt hast du mal, was du Interesse schenkst und was du kein Interesse schenkst, weil dein Filter ja schon mal alles ausfiltert, was dich nicht interessiert. Okay? Ja. Gut. Diese benutzten intellektuellen Glaubenssysteme sind nämlich, das Licht wollen wir uns noch schnell anschauen, das ist die Grundlage, das ist ein Chat. Ja. Das ist die Frische, die Lebenskraft, der Saft in dir, neu, frisch, was ungebraucht ist. Ich rede, Holofeeling ist ein Wissen, das du überhaupt noch nicht brauchst. Das ist vollkommen ungebraucht von dir. Ja. Es erzeugt eine wirkliche, ewige Lebensfrische. Du bist ein ewig lebender Geistesform. War mal der, der vom Bücherregal steht, und wirst du feststellen, wie viel Leben, wie viele Charaktere du auf der Bühne des Lebens noch verkörpern darfst. Mhm. Du solltest dabei aber nie vergessen, wer du bist. Ja. Und dann können wir jetzt hier das L aufspannen. Das Licht ist eine aufgespannte Kollektion. Dann kriegst du hier die Platte, das sind übrigens dann die Tafeln, die Luchot, wo ich sage, das ist verkehrt übersetzt. Die Gesetzestafeln, die zwei Stück, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Das wird auch sehr von den hebräischen Übersetzern sehr hingebogen. Da steht nicht da gar nicht diese zwei Gesetzestafeln, steht eigentlich was ganz was anderes. Da ist zwar die Radix, die schreiben das also, will ich mich nicht verlieren. Und dann machen wir jetzt dasselbe mal mit einem Ich dazwischen, das Licht deines Ich. Ja. Mhm. Das heißt auch Frische und Lebenskraft. Aber das ist wirkendes Ich. So übersetze ich jetzt das. Mhm. Das heißt nämlich Li, wenn wir das schreiben, Li heißt zu mir, kommt ein Ich. Li, das ist die Kurzform für mir. Eigentlich heißt es zu mir, weil L heißt immer zu mir. Mhm. Kommt ein Ich. Ja. Das blaue Ich, das ist das Ich, das Buch, das du in die Hand nimmst. Das ist definitiv der Schwamminhalt, den ich in dich jetzt einprogrammiert habe, dieses Programm des Lebens, das du durchlebst. Ja. Yeah. Mhm. So. Genau. Wir können da ganz kurz noch schauen. Und das ist nämlich, das sind Sinusöffnungen, vier Stück, das ist der Kreis, darum ist hinten die vier. Wenn wir Sinn machen, unseren Sinn, der schreibt sich mit zwei N. Ja. Yeah. Dann haben wir raumzeitliche Intellekt, baut immer zwei Existenzen auf. Wenn wir die Öffnung haben, haben wir hier der raumzeitliche Intellekt ist eine existierende 4, Hübel 3 und drüben 3. Ja, genau. Und diese genetischen Ischen heißt Schlafen, aus denen meine Geistesfunk ihre jeweiligen persönlichen Traumwellen generieren. Gene sind Berechnungen, generieren. Das habe ich mir jetzt gefragt, ob wir das auch so zu schreiben, weil ich hier oben immer von den Genen schreibe. Ja. Das ist deine intellektuellen Wissenselemente. Mhm. Und jetzt gehe ich da wieder, wenn das ist zwar älter bekannt, da bin ich gerade noch am Schreiben, am Setzen. Das ist jetzt so, sieht dieses Ahi, Asha, hier, ich bin, dass ich bin, eigentlich wer ich bin. Welcher, ja. Und das ist ja hier, da bin ich gerade noch am Schreiben. Dieses Ich bin, der ich bin, wenn wir das jetzt zählen, das haben wir ja schon in Du bist ich, das glaube ich, habe ich noch mal offen. Wartet mal einen kleinen Moment. Das habe ich nämlich hier. Schaut, das ist, hier ist es doch, das mache ich jetzt nochmal schöner, das schreibe ich schöner hin. Dieses Ahi-Asha-Ie. Wenn wir das zusammenzählen, gibt es den Wert 543. Und der Mose hat 345. Und wenn du das anschaust, das ist gespiegelt. Ja, ist das? Genau. Das gehe ich nochmal drauf ein. Der Mose und dieser, der trifft ja auf diesen Ich bin, der ich bin. Das ist das Spiegelbild. Der Mose ist das Spiegelbild von dem, der sagt, ich bin, der ich bin, vom JHWH, dem brennenden Dornbusch. Genau die Spiegelung. Interessant ist, ein paar Kapitel weiter steht dann hier, wenn du reingehst,
Jetzt ist es 33, ich will meine ganze Schönheit an dir vorüberziehen lassen, aber mein Angesicht, mein Penim Panim, mein Inneres, wirst du nicht sehen. Kein Mensch kann mich sehen und dabei ein normales Lebewesen bleiben. Du darfst kein Trockennasen auf ihm mehr sein, du musst begreifen, dass du Geist vor meinem Geist bist. Ja. Wenn meine Herrlicht, mein herrliches Licht, das die Lampe im Projektor vorüberzieht, in Form von Schatten vor dir, stelle ich dich in einem, im Hebräischen heißt das, in eine Höhle in Fels. Fels heißt Zur. Und die Höhle ist hier unser Gesichtsfeld. Genau. Und du wirst nur meine Rückseite, aber nicht mein Angesicht sehen, weil das nur Spiegelungen sind. Und wenn du reinschaust, hast du ja das auf dem Kopf stehende gedrehte Bild. Genau. Denk an die Kamera Obscura. Wirklich heißt das im Original, denkst du meine andere Gesicht, du bist mein anderes Inneres. Kann da folgen? Ja, ja. Gigantisch. Ja. Pass auf, jetzt machen wir mal hier Kamera Obscura. Das ist ja das schöne Bild. Ja. Das ist jetzt hier dieser klassische Aufbau, wo ich immer wieder sage, hier unsere klassischen zwei Spiegel, der Kantenspiegel, wo ich sage, intern, extern und Eltern. Ihr erinnert euch? Ja. Wir wissen, wenn wir in eine Ecke schauen, wir denken wieder unseren Raum, zwei Wände, Spiegel, die Decke, Spiegel und wir schauen hoch, siehst du dich auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt und die genaue Ecke ist genau zwischen deinen zwei Augen. Augen, ja. Jetzt befindest du dich in einem Raum. Das ist die Kamera Obscura. Und wenn du da reinschaust, das ist der Punkt, ist die Ecke. Genau. Wenn man einen Tetraederspiegel zwei Stück übereinander schieben, dann sieht es so aus, dass was du denkst, wenn wir sagen, jetzt, wir bleiben mal flächig, wir sagen, die Frontseite ist ein Spiegel, du stehst da und schaust dich da an. Wenn du einen Spiegel hast und du stehst, du denkst an dich, vorm Spiegel, dann projizierst du, du glaubst ja der zu sein und du schaust in den Spiegel rein. Denk dir mal, jetzt dieser Turm, das wärst du, das wäre ein Spiegel und du schaust in den Spiegel rein, dann siehst du dich. Du siehst dich aber normal, aber spiegelverkehrt. Ja. Das ist die Achse mit den zwei Augen. Mhm. Das ist praktisch in der Horizontalen eine Spiegelung von rechts, links, weil du ja die Augenmittelachse hast. Wenn wir jetzt da statt dem Spiegel einen Kantenspiegel hinstellen, dann siehst du dich hinten, siehst du dich auch richtig, aber es ist nochmal spiegelverkehrt. Genau. Wenn ich jetzt da eine Ecke reinmache, ein Katzenauge nennt sich das physikalisch, und du schaust rein, ich sage immer, das wärst du und das ist der Spiegel. Normaler Spiegel, Kantenspiegel, Eckspiegel. Dann würdest du dich, was wir gerade gesagt haben, auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt sehen. Jetzt hast du diese, Antithese, Synthese, sind drei Drehungen. Ja. Jetzt habe ich immer gesagt, du stehst da und schaust rein, weil du meinst, du bist ja das. Aber ich sage, du bist der Rai selber. Rai, der Kopf des Schöpfergottes. Und ich sage jetzt, diese Kammer in der Kamera Obscura, in dem Moment, wo du an dich denkst, ist ja nur ein Gedanke in dir drin. Die Tiefe gibt es da nicht. Genau. Und du projizierst jetzt, du denkst dich praktisch vor dich hin, nach außen. Also alle Sachen, bis auf dich selbst. Du bist immer die Ausnahme, die die Regel bestätigt. In dem Punkt ist jetzt dieses auf dem Kopf stehende spiegelverkehrte Bild, wer jetzt das Außen, wer der gegenüberliegende Tetraederspiegel, der dieses auf dem Kopf stehende spiegelverkehrte Bild auf den Kopf stellt und spiegelverkehrt macht. Das heißt, der macht es wieder richtig. Aber das befindet sich dann in der Synthese genau in dem Punkt. Ja. Und das sind die zwei Spiegelungen. Ich weiß, wenn man es nicht folgen kann, kann man nicht folgen, aber das ist eine ganz einfache, simple Sache, wenn man es einmal durchschaut hat. Genau. Interessant ist, dass das Obscura ist geurteilt. Die Öffnung einer aufgespannten Existenz ist wie ein Joch. Oder wie Gott. Wie du es lesen willst, rot-blau. Wie du die Zeichen setzt. Ein dunkler Raum, die Finsternis, immer dran denken. Dunkel ist Kaschak. Ja. Das heißt Sinn, Gefühl und Empfinden. Du empfindest einen Raum, einen Sinn, du empfindest Sinus, Sinusse. Aber komischerweise immer nur sehr einseitig. Ja. Und jetzt haben wir unser Loch. Haben wir doch nicht gerade die Lebensfrische gehabt? Das lacht dich. Das Licht, das Lachloch. Ich sage immer, das Waff und I, dazwischen kannst du rausschmeißen. Das heißt, diese Lebensfrische in der Wand, doppelt aufgespannte Schöpfung, jetzt sind wir wieder bei unserem Damm, ist ein Auf- und Abschwingen. Aber ein imaginäres, weil das gleichzeitig passiert, die als M-Ed, Gestalt gewordene Zeit,
MT heißt dann gestalt gewordene Erscheinung, heißt Sterben, raumzeitliche Erscheinung in Alben. Ja. Vordersprache. Genau. Ich könnte jetzt da und immer dran denken, ich tue mich so hart, ich tue wirklich nur das Oberflächlichste euch erklären, was da steht. Ja. AB ist das schöpferische Wissen ab, das ist dein Charakter, Abi. Ja. So, nicht so oft. Für die menschliche Wahrnehmung, das steht für den roten Menschen, nur der Geist, der Adam kann was wahrnehmen, nicht ein ausgedachter Trockennasenaffe. Ja, für die Herstellung von Bildern im Kind erweckte Existenzen verwendet wird. Wir öffnen, wir Geist öffnen das Ganze, nicht irgendwas von da außen. Es sind unsere Informationen, die wir uns ausdenken, oder die Außeninformationen, die von außen in uns hineinkommen. So, jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Das ist, ich weiß, wenn man es lang genug weiß, ist das so, es ist einfach, es raubt an den Abend. Ich sage, es ist göttlich. Was immer auch du dir bisher unter dem Wort Gott vorgestellt hast. Ja. Das ist nicht Gott. Du selbst bist viel mehr Gott wie irgendein ausgedachter Gott. Ja. Ein ausgedachter Jahwe oder Allah oder wie du die sonst alle nennst. Du wirst merken, die Figuren in deinem Traum sind entgeistigte, einfach nur vergängliche Existenzen in deinem roten Kopf, in deinem Arai, im Kopf des Schöpfergottes. Und das bist du hundertprozentig sicher, du musst bloß meinen Gedankengängen folgen. Ja. Bevor auf die ich gleich hinweise, ist der Übergang. Das ist das große Problem, wenn du das jetzt nur sehr falsch verstehst, was ich dir sage, und du bläst dein Ego damit auf. Die Kleinsten werden die Größten sein. Hybris. Gib dir Holofeeling nicht, wenn ich dir erkläre, dass du Gott bist, dass du dich über andere Menschen erhebst. Sondern dass du dienst, so wie ich dir das als Brüssel Udo in deinem Traum vorlebe. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, ich bin da, um zu dienen. Die Demut. Ja. Erstens, ich bin doch ganz am Anfang einen Wirklicht. Demütigen Menschen kann nicht zu niemandem demütigen. Das ist eine Christus-Metapher. Ja. Er verzeiht trotzdem. Ich habe euch schon mal gesagt, so in dieser Symbolik, wo die mich gefoltert haben und auf mich eingeprügelt haben wie die Verrückten, habe ich mich bei denen entschuldigt, weil ich ihnen so viel Arbeit mache, ich kann nichts dafür. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Dann schaust du mal in dich rein, in deiner Rechthaberei. Nur in deinem Alltag. Ich sage, beobachte die Kleinigkeiten. An wirklich Sachen, an Nichtigkeiten du rumkotzt. Ich sage immer wieder, die Dummheit, was du lernen solltest von den Menschen in deinem Traum, das sind alles Lehrer, dass die eigentlich nichts wissen, absolut nichts wissen. Ich meine jetzt nicht dieses Weißes, ich weiß, dass ich nichts weiß, weil die so voller Wissen sind, nämlich all die Werturteile, die einzeigen, die du äußerst, wo dann in dir selber Leid erzeugt, weil du dich über was aufregst. Das ist übrigens das Symbol des Regens. RGN, Berechnungen einer Gehirnexistenz, sehr einseitig, hast auch Murren. Aufregen. Ja. Es regt sich was über dir, das sind aber nur die von dir selbst erschaffenen Interpretationen und Gedankenwelt. Und die kannst du komplett ändern, aber nicht, wenn du auf irgendwelche Figuren in deinem Traum einsprichst, was ich ja nie mache. Ich betone immer wieder, ich erzähle es dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Der Udo, den du dir ausdenkst, das ist jetzt rein eine Gedanke in dir, wo deine Logik, schau in dich rein, dir vorschreibt, der ist jetzt irgendwo da außen und das Video wurde in der Vergangenheit aufgenommen. Und ich sage jetzt, das, was du siehst, der Udo ist ein reiner Gedanke, den du jetzt als Schöpfer für dieses Video, natürlich in Verbindung mit Skype und mit den Donis, das Pixelmännchen ist nicht der Udo und die Lautsprecherstimme, die du jetzt hörst, ist auch kein Mensch, der zu dir spricht. Genau. Und ich sage es immer wieder, ich erzähle es dem, der sich das jetzt alles ausdenkt. Ja. Und das ist nicht der Trockennasenaffe, der vom Computer sitzt. Wenn du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, das ist ein Gedanke wie der andere Gedanke auch, ob du jetzt an den Osterhasen denkst oder du denkst an dich selbst, an diesen Körper. All die Dinge existieren nur, wenn du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und alles, was du glaubst, 99%, was dir bisher logisch erschienen ist, ist nicht geistreich. Es ist diese zwanghafte Logik. Das ist das, was man bei Holofeeling verstehen muss. Nicht das mit der Sprache. Ich sage immer und immer wieder, das ist sekundär. Es wird einmal interessant ab einer gewissen Reife. Arithmetik und Physik ist für einen Dreijährigen sekundär. Der soll zuerst einmal sprechen lernen. Genau. Nicht die Muttersprache, sondern seine Vatersprache. Ja. Und wenn du die Vatersprache hast, den Rest gebe ich dir so dazu.
Du glaubst gar nicht, was ich für Möglichkeiten habe. Du wachst morgens auf und du kannst Computer programmieren. Das sind die Geschenke, die du kriegst, aber zuerst musst du mir zeigen, dass du mir vertraust. Und in dem Moment, wo du dein Programm umschreibst, wirst du feststellen, dass auch auf deiner Farbbrille so fantastische Welten auftauchen, wie ich dir jetzt schon im Kino einspiele. Es ist, die meisten Kinofilme sind nur noch computeranimiert. Ja. Es ist übrigens ganz aktuell hier, weil mir einfällt, der Realfilm, jetzt rede ich einmal wieder bewusst raumzeitlich, gestern oder vorgestern ist für Disney Dschungelbuch in einer imaginären Realverfilmung gelaufen. Weiß nicht, ob du das gesehen habt in der Fernsehzeitung, ist ja nicht so interessant. Es ist praktisch der berühmte Dschungelbuch-Zeichentrickfilm, bloß dass alle Tiere real erscheinen. Es ist komplett der Dschungel und alle Tiere sind computeranimiert. Es heißt dann, nur das Einzige, was echt ist, ist der Mowgli, der Mensch. Aha. Und das ist schon wieder die Falle. Genau. Ich bin schon wieder in der Vergangenheit mit einem Schauspieler, wo sie dann mit Computertechnik hier den ganzen Dschungel und die ganzen Tiere animiert haben. Ja. Alles mache ich. Ersten Falle. Nein, alles, was du auf der Farbbrille hast, ist computeranimiert. Alles, auch die Menschen. Ja. Die Gefühle, dein eigener Körper, deine Eltern, deine Geschwister, wenn du hast, der Ehepartner, ist alles nur, ist nur eine Illusion in deinem Kopf. Du bist ein träumender Geist. Ja. Und ob du das jetzt für dich akzeptierst oder nicht, ist Maß, ich zwinge dich nicht dazu, wird maßgeblich entscheidend sein für das, was du als nächstes erlebst, wie die Welt sich verändert. Mhm. Der Glaube macht es. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Zeugen Jehovas ausdenken, wir haben ja schon so oft den Weltuntergang prophezeit. Ich sage, Apokalypse heißt Enthüllung, Weltuntergang. Welt heißt, ELD heißt Brandopfer, das geht von Augen. Welt, ELD. 70-30 übrigens, das heißt eine Jocherscheinung, eine hochgehobene Erscheinung ist ELT, mit 70-30 geschrieben. Die vergeht von Augenblick zu Augenblick. Genau. Apokalypse ist wirklich eine Enthüllung. Wir machen die Hülle um uns herum weg, weil alles in uns drin ist. Ja. Die ganze Peripherie, das was wir um uns herum uns ausdenken, ist unsere Information. Mhm. Alles. Ja. Im Anfang war das Wort ein doppelt aufgespannter Ort. Ja. Ort wieder mit 70-200 ist eine erweckte Erscheinung, eigentlich genau genommen eine erweckte Spiegelung. Genau. Und das ist der feine Unterschied. Und kümmere dich nicht so sehr um die Menschen, die Gedanken, deine Rolle schon, sage ich, spielt deine Rolle. Wenn wir uns umeinander kümmern, auf der unteren Ebene, das, was du einem anderen tust, tust du dir selbst. Es ist wichtig, du spielst ja, es gibt nur einen Gott. AIN, einen nicht existierenden Gott. Und der muss alles alleine machen, der muss alle Rollen selber spielen. Genau. Und ihr wisst, was ich sage, dieser Gott ist nicht allmächtig. Es gibt immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Er kann nicht machen, dass er nicht mehr Gott ist. Das gilt auch für dich. Du kannst dir das zwar einreden und sagen, ich bin ein sterblicher Trockenmausen, aber ob das besonders geistreich ist, das zu glauben, ist eine andere Frage. Genau. Deswegen bist du trotzdem Gott. Ja. Und es wird für dich alles so sein, wie du glaubst, dass es ist, aber dein Glaube, GLAUB, deine Beschwörungskunst, alles, was du beschwörst, besteht zu 99,9% aus Meinheiten. Ja. Es sind logische Konstrukte, die du geistlos verwirklichst in deinem Kopf. Übrigens auch alle Naturgesetze, die du zurzeit, mit denen du konfrontiert wirst. Genau. Weil das Programm diese Naturgesetze vorschreibt. Das ist nicht eine Welt in der Vergangenheit gewesen, wo die Menschheit, wie ich immer sage, mittlerweile so weit ist, dass sie mit Computer das mit Computerprogrammen simulieren kann. Es ist zuerst der Mech-Chef, der ist Computerprogramm. Ja. Alles umdrehen, genau um 180 Grad drehen. Deine Mutter, die du dir jetzt ausdenkst, solange du noch sagst, ich bin ein Affe, die stammt von dir ab, weil die existiert erst, wenn du sie denkst und nicht du von ihr. Innerhalb deiner Logik natürlich, dieses Spiel ist alles unheimlich logisch, aber sehr fehlerhaft. Trügerisch, ohne Ende. Ja. Da wirst du irgendwann nochmal lernen, im Vergleich zu jetzt als Brösel und der Brösel, wie ich das nenne, den Mund zu halten. Ja. Du wirst nicht mehr müde, das zu erklären, auch auf der Brösel-Ebene, wenn du merkst, da ist hinter der Maske bin ich. Das zeigt sich durch Neugier. Ja. Ich erkläre jetzt einen Teil von mir in einer anderen Rolle, was wir eigentlich sind. Mhm. Weil wir nicht auf der Bühne die Rollen spielen, sondern das sind, was wir wirklich sind. Ja. Immer. Immer sein der Geist. Genau. Und ansonsten ist das Leben bestens eingerichtet. Als träumender Geist kannst du dir in den Rauch suchen, was du träumst. Und
Mach dir einfach, hab das tiefe Vertrauen, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, der beste ist, den es gibt. Vorausgesetzt, du wirst jetzt das da mal zu dem, der beobachtet, wie dein jetziges Ego, dein Programm, zwanghaft darauf reagiert. Auch wenn man Wehwehchen hat, Toni, wenn man immer wieder die zwei Seiten, der Ausgleich, dieses extreme Hochklettern auf die Berge, dieses Hochfliegen, muss irgendwann einmal geheilt werden durch das Gegenteil, solange du zeitlich denkst. Ja. Und wenn man weiß, was dann der Preis ist, den man ja noch nicht kennt, aber dass man weiß, es ist auf jeden Fall besser. Wie sagt der Phil, die Liebe, der eigentlich ein Kotzbrocken ist, als weltliche Figur, im täglich grüßt das mal mit dir, nachdem er aufwacht und nicht wieder der Wecker umkippt bei 6:00. Das Aufgespannte ist unendlich. Ja. Es ist anders. Das erste Mal nach Hunderten von oder Tausenden von Wiederholungen, er wird an einem anderen Tag wach. Egal wie es ist, anders ist besser. Ja. Und jetzt schau mal in dich rein, was dein Ego mit dir macht. Wird es wirklich was anderes haben? Bist du nicht nur am Bestreben, irgendwelche Zustände, die du als richtig gut oder schön empfindest, wichtig empfindest, am Leben halten zu wollen? Mhm. Dass dein Körper ist im Alterungsprozess? Du wirst es nicht festhalten können. Ja. Das Leben zerrinnt dir wie Sand zwischen den Fingern. Ja. Das ist das Weltliche. Genau. Und wenn die durchgelaufen ist, drehe ich die rum und dann lasse ich einen neuen Film laufen. Ja. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke, danke. Danke, danke, danke. Ich bedanke mich für das Vertrauen bei denen bedanken, die mir ihr Vertrauen schenken. Und ich verspreche euch eins, ob ihr es glaubt oder nicht, ich werde euch enttäuscht. Ja, danke. Das ist um 180 Grad drehen. Ja, ja. Genau. Und ich werde unendlich dankbar dafür sein. Jawohl. Wen mache ich es letzten Endes für mich? Eigentlich bin ich der größte Egoist, den es überhaupt gibt auf der Welt. Ich nehme so viel Leid auf mich, nur für mich. Ja. Tschüss. Wir lieben dich unendlich. Ja. Danke, danke. Danke, danke, danke.